Pulsierende, heftige Gewitter mit sinnflutartigen Regenfällen und kleinkörnigen Hagelansammlungen. Achtung, Ruhrgebiet. Glück auf miteinander und einen guten Start in die neue Woche. Ich habe mich über das Wochenende extra zurückgehalten, da es bei der kommenden Wetterlage unsinnig ist, ein tägliches Video zu machen, weil die Berechnungen im nächsten Rechenlauf auch schon wieder völlig anders aussehen werden. Nun lassen sich dennoch grob die Bereiche eingrenzen, in denen die Wahrscheinlichkeit für teils kräftige Gewitter mit heftigem Starkregen am höchsten sind. Eins vorneweg. Von organisierten Superzellen und oder einer dynamischen Schwergewitterlage kann keine Rede sein, da der Höhenwind und die Windscherung einfach fehlt. Ja. Dafür steigt aber dementsprechend auch durch die langsame Verlagerungsgeschwindigkeit der Sturzflutindex bis in den extremen Bereich. Und jetzt steigen wir wie gewohnt ganz entspannt in das aktuelle Satellitenbild ein und können hier ja, im Südwesten was Interessantes erkennen. Da haben sich über den Vogesen in den letzten Stunden ein paar Gewitter gebildet, auch in der zweiten Nachthälfte. Und diese Gewitter haben wie so ein kleinräumiges Tiefdruckgebiet hier entwickelt. Und man kann gut diese kleine Eindrehung sehen. Und das hatten die Modelle aber überhaupt nicht drin. Ja? Und da kann man auch schon wieder sehen, inwieweit diese Wetterlage schon wieder relativ schwer vorhersagbar sein wird. Ne? Und dementsprechend fehlt hier auch ein bisschen die Einstrahlung jetzt in den kommenden Stunden, wodurch die ja, gestern oder jetzt aktuell berechneten ja, Maximalwerte Temperatur eben gar nicht erreicht werden dürften, gegebenenfalls. Mal schauen. Ja, hier sieht man nochmal dieses Ding. Man kann gut diese Eindrehung hier sehen. Ne? Also wie gesagt, so eine richtige kleine oder so ein richtiges kleines Tiefdruckgebiet, was jetzt hier eben den Rheingraben von Straßburg Richtung Ludwigshafen den Weg nach ja, Nordosten nimmt. Und mal schauen, inwieweit es vielleicht gegebenenfalls auch nochmal ein bisschen anstückelt. Aber das sind eben sehr interessante Geschichten, denn das hatte kein Modell tatsächlich auf dem Schirm nachher. Ja, in Bezug auf die aktuellen Temperaturen in 1500 Metern Höhe, die nehmen wir ja immer, um das Potenzial der Luftmasse eben abzuschätzen. Und da kann man eben erkennen, die 15 Grad Isotherme, die eben für 30 Grad und mehr am Erdboden gut ist, die wird weit nach Norden verlagert, teilweise schon bis an die nördliche Spitze von Dänemark, schon teilweise auch darüber, ja, Südschweden teilweise auch. Und man kann auch erkennen, gerade Richtung Süden, und Richtung Westen wird sogar die 20 Grad Isotherme hereinkommen. Und dementsprechend, wenn man jetzt im August nochmal 15 Kelvin bzw. 15 Grad Celsius draufrechnet, ist man am Erdboden dementsprechend bei ungefähr 0 bis 100 Metern Höhe, so um die 35 bis 36 Grad mit urbanen Effekten, also Stadtkessel und so weiter, vielleicht auch mal 36, 37 Grad. Oder gegebenenfalls auch an der Bockwurstbude mal 38 Grad. Wie auch immer, die ganze Geschichte wird jetzt weiter nach Norden verlagert. Ja, und man kann erkennen, dass von Westen her die bereits berechnete Kaltfront gar nicht mehr so existiert und dementsprechend so dieses Ausräumen dieser wärmeren Luft oder heißeren Luft jetzt eben langsamer vonstatten geht und teilweise sogar ein bisschen ins Schleifen gerät. Und wenn man das jetzt mal so ein kleines bisschen sogar bis Richtung Freitag sich zu Gemüte führt, im Osten, im äußersten Südosten, Tschechien, Polen und so weiter, wird die Wetterlage beibehalten werden. Es wird gegebenenfalls auch gewittrig werden. Ja? Aber ansonsten bleibt es sommerlich bis heiß. Ne? Und da kann es dann schon mehrere Tage am Stück mal die über 30 Grad nachher geben. In Bezug auf die Temperaturen jetzt am heutigen Tag, ich hatte bereits schon was dazu gesagt, ne? Dass im Prinzip gerade hier in diesen Bereichen die ganze Geschichte noch mal ein kleines bisschen ausgeklammert werden muss, weil eben gerade hier dieses kleinräumige Tiefdruckgebiet entlang zieht und dementsprechend die Temperaturen hier, was das Tiefdruckgebiet nicht berücksichtigt hat, ja, eben hier gedämpft werden könnten. Aber das sind im Prinzip heute die Maximalwerte, ja, heiße Temperaturen, also auch Hitzetage jetzt hier in diesen Bereichen, sagen wir es mal so, ne, da werden die Werte über 30 Grad flächendeckend steigen können und auch zu einer stärkeren Wärmebelastung wird es vor allen Dingen jetzt hier im Ruhrgebiet kommen. Dort ist natürlich dann auch die ganze Infrarotstrahlung der Gebäude mit drin und so weiter. Ja, also das wird sich richtig bemerkbar machen, auch dieser Stadtkessel nachher. Ja, dementsprechend auch bis zu 35, gegebenenfalls auch über 35 Grad heute schon möglich. Die kommende Nacht, Freunde, die wird richtig unangenehm. Gerade hier in diesen Bereichen, gerade in den Rhein-Main-Metropolen,
Genauso, ja, also gerade die ganzen westlichen tieferen Regionen, wo auch Großstädte sind, dort wird richtiger Urban-Effekt, also richtiger Stadtkessel nachher noch beibehalten werden und da werden tropische Nächte erreicht, wo die Tiefstemperatur teilweise nicht unter 24 Grad kommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es hier Stationen geben wird, ja, wo eben nachher die Temperatur nicht unter 25 Grad in der kommenden Nacht fallen wird, gerade im Ruhrgebiet. Am morgigen Tag dann oder der wärmste Tag der Woche, wahrscheinlich auch der wärmste oder heißeste Tag des Jahres, gerade auch hier in diesen Bereichen. Ja, extreme Wärmebelastung, teilweise über 37 Grad werden hier berechnet und an irgendeiner, ja, wie gesagt, an irgendeinem Bratwurststand sind auch die 38 Grad sehr, sehr wahrscheinlich. Dementsprechend aber auch ansonsten die ganze Hitze breitet sich bis in diesen Streifen aus, ja, flächig über 30 Grad hier, ja, berechnet. Am kühlsten bzw. angenehmsten wird der Osten, Nordosten bleiben. Dort werden teilweise bloß in Anführungsstrichen 27 bis 28 Grad gemessen. Und es wird vor allen Dingen auch nicht so schwül. Denn wenn wir uns jetzt mal die Taupunkte zu Gemüte führen für den morgigen Dienstag, Freunde, das ist Wahnsinn. Ne? Schaut mal hier Richtung Nordrhein-Westfalen, teilweise über 20, 22 Grad Taupunkt. Das ist extrem schwül mit diesen Temperaturen. Das wird eine wirklich extreme Wärmebelastung. Und wenn man die ganze Sache hier noch ein kleines bisschen weiterspinnt, da gibt es gerade auch Richtung Emsland hier in diesen Bereichen, ne, gibt es eben dann auch Bereiche, wo der Taupunkt teilweise, jetzt sieht man es nicht ganz, obwohl wir können die Linie mal ein bisschen wegmachen hier. Da sieht man hier einen Bereich, hier werden 26 Grad Taupunkt berechnet. 26 Grad bei ungefähr 35 Grad ja, Lufttemperatur. Ja, das ist schon, das ist tropisch und das wird wirklich extrem unangenehm werden. In Bezug jetzt auf die weiteren Berechnungen, ja, die Nacht dann, beziehungsweise, ja, was haben wir jetzt hier? Muss ich mal ganz kurz nochmal schauen. Ja, genau, das ist die Nacht von Dienstag auf Mittwoch dementsprechend. Da gibt es dann die Tropennacht auch hier im Nordwesten und auch dann hier in den Bereichen von Sachsen, wobei eben hier wieder der Föhn eine Rolle spielen wird, der eben dann den ganzen Bereich jetzt hier in die Tropennacht dadurch schicken wird. Dementsprechend sehr wahrscheinlich, dass eben hier die Südströmung beibehalten werden würde und dementsprechend nachher die Gewittergefahr am Mittwoch eben auch absenken dürfte, was wir gleich nochmal sehen. In Bezug auf die Gewitterenergie, Freunde, am heutigen Mittwoch sehen wir hier, dass gerade Richtung Süden jetzt hier, ne, die meisten Gewitterenergien vonstatten gehen und weiter im Norden sind sie aber auch schon vorhanden. Hier wird es aber so sein, dass die ganze Geschichte erstmal gedeckelt bleibt und dementsprechend nicht zur Zündung kommt. Zur Zündung wird es sehr wahrscheinlich in diesen Bereichen hier im südlichsten Deutschland kommen, wo eben nachher auch Schwarzwald, ja, Allgäu, die ganzen Alpengebiete und so. Dort kann es dann eben sein, dass es orografisch bedingte Gewitter gibt, die dann punktuell extrem heftig ausfallen können, weil eben der ganze Cape-Wert, der hier anliegt, für diese isolierten Zellen nachher vorhanden sein wird. Und gerade in den höheren Gebieten, orografisch bedingt nachher, überm Schwarzwald, wie gesagt, überm südlichen Schwarzwald, dort ist die Wahrscheinlichkeit für Sturzfluten und Gewitter mit ja, größerem Hagel auch teilweise gegeben. Und dementsprechend kannst du auch mal ruckzuck in den Unwetterbereich eben nachher hineingehen, was die ganzen Regenmengen dann nachher angeht. Also wie gesagt, wenn ihr euch da heute befindet, achtet ein bisschen drauf, oder wer wandern ist in den Bergen. Da kann es heute Nachmittag, heute Abend ordentlich auslösen. Das ist dann nicht ganz ungefährlich und da kann es auch in steileren Regionen auch mal den ein oder anderen Murenabgang eben geben. Am morgigen Dienstag wird es dann eben so sein, da wird sich diese ganze Gewitterenergie hier in den äußersten Nordwesten verlagern und da ist eben auch das Ruhrgebiet mit drin. Und was habe ich gesagt eben am Anfang? Achtung Ruhrgebiet, dieser Sturzflutindex ist dort sehr hoch und dementsprechend ist es aber auch so, dass die Besiedlungsdichte auch sehr hoch ist. Sprich, die Oberflächen sind so gut wie ab oder verschlossen. Es kann nicht abfließen, das Wasser, und dementsprechend wird es dort auch die eine oder andere Unterführung irgendwo in diesen Bereichen am Dienstag unter Wasser stellen. Was aber nicht heißt, dass es eben auch in diesen Bereichen jetzt hier am Dienstag zu Gewittern kommen kann.
Ja, dementsprechend aber von der Energie her hier oben Richtung Nordrhein-Westfalen und auch Richtung Emsland nachher eben die höchste Gefahr. Aber wie gesagt, teilweise auch Gewitteraktivität sehr wahrscheinlich bis ins westliche Sachsen, dann eben auch über Thüringen und so weiter. Man kann aber trotzdem sagen, gerade in diesen ganzen Bereichen, wo jetzt hier die Cape-Werte erhöht sind, dort ist die Wahrscheinlichkeit für Gewitter eben am höchsten. Wenn man sich die ganze Geschichte aber zu Gemüte führt, kann man auch sehen, dass die Modelle von Rechenlauf zu Rechenlauf springen. Man kann aber auch sagen, aufgrund der ganzen Tatsache, dass die Energiewerte hier eben am höchsten sind, ist auch die Wahrscheinlichkeit der extremsten Entwicklungen auch dort am höchsten nachher. Und man muss eben auch gucken, wieder orografisch bedingte Entwicklungen, wo es eben dann über den Mittelgebirgen startet. Am Mittwoch wird es so sein, dass die ganze Geschichte sich hier in die Mitte ein kleines bisschen zurückzieht. Und da kann man eben auch erkennen, was ich eben bereits erwähnte, ja, dass eben hier sich wahrscheinlich so ein Föhn einstellen wird. Und dementsprechend mit der südlichen Anströmung wird es sehr wahrscheinlich Sachsen, außer jetzt abgesehen von Nordsachsen, das typische Erzgebirgsvorland von den Gewittern sehr wahrscheinlich am Mittwoch verschont bleiben. Der Rest des Landes wird ja ordentliche Gewitter teilweise bekommen, wo die genau entstehen werden. Weiß ich nicht, ne? Werde ich auch morgen nicht sagen können und wird euch auch kein anderer sagen können. Es wird nur so sein, dass man die Bereiche eben eingrenzen kann, wo die Wahrscheinlichkeit für die kräftigsten und heftigsten Umlagerungen mit den etwaigen Begleiterscheinungen eben nachher am höchsten ist. Man kann aber auch sagen, Freunde, was ich eben schon bereits erwähnt hatte, die Höhenwinde sind relativ schwach. Dementsprechend, wenn die Gewitterenergie zur Zündung kommt, wenn sich Konvergenzen nachher ausbilden, dann wird es eben so sein, dass hier die ganze Geschichte nachher dann zur Verfügung steht und sich sehr, sehr langsam eben vom Fleck bewegt und dementsprechend dann die Gewitter ruckzuck in den Unwetterbereich hineinkommen, wo es dann binnen einer Stunde über 100 Liter auf den Quadratmeter punktuell herunterwerfen kann und im 5 Kilometer entfernten weiteren Ort passiert eben überhaupt gar nicht viel außer ein paar Tropfen. Ne? Das ist eben dann morgen vorhanden. Dann eine weitere Geschichte, Freunde, die Winde am Boden. Man kann das jetzt gut erkennen, wie die Gewitter jetzt hier seitens des EiGen-D2-Modells. Also das wird nicht genauso kommen. Es geht bloß um den Output, um die Szenarien, die hier zustande kommen können am Dienstag. Dann ab dem Mittag über den südlichen Mittelgebirgen, auch hier sieht man sehr gut über dem Sauerland, ja, dort wird es eben dann so sein, dass die Gewitter sehr wahrscheinlich entstehen und da gibt es so eine Art Konvergenzen. Und da sieht man eben richtig diesen kalten Outflow dieser Gewitter, also dort wird eben die Niederschlagskälte heraustreten können und da gibt es eben am Boden auch wieder kleine Konvergenzen, wo die Winde eben aufeinanderprallen und dann entwickeln sich eben wieder neue Gewitter und das ist alles so dynamisch in Bezug auf die Vorhersage jetzt hier, dass man jetzt, also nicht in Bezug auf die Unwettercharakteristik, sondern in Bezug auf die Vorhersage nachher, auf die Genauigkeit, ne? Weil das einfach nicht möglich ist, weil man nie genau weiß, wo die Gewitter dann eben nach oben ploppen werden und sich die Konvergenzen dann eben bilden und dann wieder neue Gewitter entstehen. Ne? Man kann aber sagen, gerade in den Bereichen, was ich eben gerade jetzt angesprochen hatte, ist die Wahrscheinlichkeit eben dann nachher am höchsten. Ja, in Bezug auf die heutigen Entwicklungen, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das EiGen D2-Modell ein kleines bisschen zurückhaltend hier. Finde ich ein kleines bisschen wenig, aber gerade hier in den südlichen Bereichen, was ich eben bereits schon angesprochen hatte, von Baden-Württemberg und eben auch Bayern, Allgäu vor allen Dingen hier, ne? Nur weil das jetzt hier grün ist, heißt das nicht, dass dort heute nichts passieren wird. Das glaube ich nämlich auch nicht. Ja, da kann es eben dann auch ruckzuck in den Unwetterbereich hineingehen. Ansonsten wird heute erstmal nichts Großes passieren. Am morgigen Dienstag sieht die ganze Geschichte schon anders aus. Da hatte ich das bereits auch schon angesprochen. Man kann das hier gut erkennen. Gerade der Bereich wird seitens des EiGen D2-Modells jetzt aber gerade nicht so hereingenommen. Ja, andere Modelle sehen das wieder ein bisschen anders. Man muss aber diesen Mix zwischen den Modellen eben nachher finden. Und da kann man eben auch hier gut erkennen, was hier zum Beispiel in Baden-Württemberg, Quatsch, in Nordrhein-Westfalen eben los ist. Und da sieht man, dass eben große Ballungsgebiete teilweise hier mit Niederschlagsoutput übereinander gelegt wird. Ja, wie gesagt, Freunde, da kann es auch mal wirklich einen oder anderen Keller unter Wasser stellen und wie gesagt auch mal flächigere Überschwemmungen dann nachher geben, weil es eben einfach nicht weg kann, das Wasser. Ne? Also wie gesagt, wenn man dann auch noch mal ganz kurz jetzt hier in den Bereich Nordrhein-Westfalen hereinzoomen, kann man eben auch gut erkennen, was da hier teilweise vom Modelloutput von reinen oder von dem reinen Modelloutput jetzt hier aus dem, oder zustande kommt. Da kann man das gut erkennen. Da werden hier teilweise über 100 Liter auf den Quadratmeter oder knapp an die 100 Liter auf den Quadratmeter berechnet. Und wenn man jetzt auch nochmal Richtung Rheinland-Pfalz zum Beispiel geht, da kann man das ja auch gut erkennen, wo hier eben die Niederschlagssummen hier teilweise bis an die, ja,
Hier unten sieht man es jetzt leider nicht so richtig, bis an die über 100 Liter auf den Quadratmeter eben einhergehen. Und das sind eben punktuelle Geschichten. Dieser Streuselkuchen kann im Prinzip dann ganz anders in Erscheinung treten, aber die Wahrscheinlichkeit für solche Geschichten ist nachher eben da und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit für unwetterartige Gewitter gerade in diesen Bereichen eben hier am höchsten. Das GFS-Modell sieht den Hotspot wieder hier im Nordwesten, wie gesagt. Ne? Man muss eben auch sagen, das GFS-Modell ist ein relativ gutes Modell, auch wenn es grob ist. Und das sieht eben auch bis an einer Linie, kann man sagen, jetzt hier westlich der Elbe, Gewitteraktivitäten. Auch jetzt hier orografisch bedingt sehr wahrscheinlich wieder der Fichtelberg auslösend und dann auch Richtung Vogtland, dann auch hier der Harz wieder. Ne? Wie gesagt, die ganzen Bereiche, das ist alles gemittelt, ne? Das ist alles flächig. Natürlich sind die viel zu grob aufgelöst, um wirklich diese Peaks wie das eigene 2-Modell jetzt eben hier herauszunehmen. Ne? Aber wie gesagt, gerade hier in diesen Bereichen, Freunde, ist eben die Unwettergefahr nachher am größten. Und wie gesagt, ich würde auch heute den äußersten Süden nicht außen vor lassen, was die ganze Geschichte ab oder anbelangt. Ne? Wie gesagt, Freunde, das sind die Niederschlagssummen bis Mittwoch 18 UTC. Also dementsprechend wird hier östlich der Elbe nicht viel passieren. Denn das eigene EU-Modell, also das Globalmodell der Deutschen, sieht das dementsprechend fast genauso. Auch östlich der Elbe keine große Gewitteraktivität zu verzeichnen. Der größte Hotspot jetzt hier im äußersten Westen, wie gesagt, Nordrhein-Westfalen, westliches Niedersachsen, nördliches Niedersachsen, Rheinland-Pfalz. Aber wie gesagt, Freunde, das ist eben auch so ein kleines bisschen eine Konvergenz und die kann sich auch um wenige 100 Kilometer in den kommenden Stunden oder beziehungsweise in den kommenden Rechenläufen auch noch verlagern nachher. Sehr zurückhaltend, muss ich sagen, ist das Apersh-Modell. Das hat bis Mittwoch gerade mal jetzt hier die Richtung Niederlande und so und Richtung Benelux eben so ein kleines bisschen mehr diese ganzen Geschichten drin. Ja, und hier würde diese trockene, stabilere Luftmasse, die jetzt hier von Osten hereinkommt, ne, und eben keine Hebung induziert, die würde eben viel weiter noch Richtung Westen vorankommen. Dementsprechend würde die Konvergenz hier ein kleines bisschen mehr liegen, wodurch nachher auch die Gewitteraktivität eben hier am höchsten wäre und nicht viel weiter im Westen, im Osten, wie das jetzt zum Beispiel das IGNU-Modell oder das GFS-Modell hier berechnet. Ne? Also wie gesagt, Freunde, da sind noch ein paar Unsicherheiten drin. Gut, das sollte es dazu gewesen sein. In Bezug auf die Mittelfrist mal ganz kurz. Kommendes Wochenende sieht es so aus, dass jetzt hier die Westströmung einhergeht und gegebenenfalls unterdurchschnittlich tiefes Geopotenzial, ja, das sieht man hier mit den blauen Farben, in Richtung Golf von Genua geht. Und Freunde, das könnte ein 5B-Tief werden, wodurch eben nachher dann auch die Starkregengefahr Richtung, ja, wie soll ich das jetzt mal sagen, also wie gesagt, noch nicht für bare Münze nehmen, aber gerade in diesen Bereichen nachher eben wieder in die Höhe gehen könnte, wenn man das Ganze jetzt mal hier ein bisschen weiter verfolgt. Also wie gesagt, das Geopotenzial nimmt hier am kommenden Wochenende. Wie gesagt, das ist Kaffeesatzleserei, erweiterte Mittelfrist, aber hier wird im Prinzip eine Cut-off-Wetterlage prognostiziert, wo eben ein Tief hier eingeklemmt wird über dem Golf von Genua und dementsprechend ist eine 5B-artige Wetterlage, wie das GFS-Modell jetzt hier drin hat für das nächste Wochenende nachher, simuliert. Ne? Und das haben eben auch ein paar andere Modelle drin, aber wie gesagt, in Details brauchen wir jetzt noch nicht weiter reinschauen, das machen wir später. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen Start in die neue Woche. Bis später, wenn ihr möchtet. Glück auf und ciao.